Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ja, jetzt melde ich mich auch endlich mal wieder. Unsere Weihnachtsferien sind vorbei. Die Kinder sind in der Schule, mein Mann ist auf Arbeit und ich hatte ein paar E-Mails in meinem Postfach und möchte dazu einfach auch gleich eine Rückmeldung geben. Bitte nicht auf meine Nägel achten. Das sind so die typischen Mama-Nagellack-Nägel. Sieht echt schlimm aus. Genau, ich wurde gefragt wegen meiner Stickeraufbewahrung. Zum einen, diese Stickeraufbewahrung, die ich habe, bei der ich die Hefte selber binde und die Sticker dann einklebe, das ist nur meine Stickeraufbewahrung für meine Traveler Journals. Das heißt, wenn ich in den Urlaub fahre. Im Normalfall habe ich meine Sticker momentan etwas chaotisch, aber ich zeige es euch trotzdem. Die Roomtour steht ja noch aus. Im Normalfall habe ich meine Sticker hier in diesen tollen Actionkörben, die es leider bei uns überhaupt nicht mehr gibt. Und die andere Stickeraufbewahrung, die hier ist wirklich nur für Urlaub. Also wie ihr gesehen habt, ich habe hier alles in den Kästen drin. Das ist für mich super für zu Hause zum Basteln. Ich würde es auch gar nicht mehr anders machen. Ich hatte Ringbücher, da habe ich Register reingemacht. Und das hatte ich aber auch schon ein paar Mal erwähnt, wobei das jetzt bei der Menge an Videos, die mittlerweile bei mir online sind, auch nicht dramatisch ist, wenn man das nicht mehr liest, weil ich das irgendwann mal im Verlauf von irgendeinem Video gesagt habe. Ich weiß schon selber gar nicht mehr wann. Das mit den Registern ist ein ganz, ganz böser, böser Fehler. Das ist ein ganz, ganz böser Fehler. Ich habe im Verlauf der letzten Monate 3 Alben wegwerfen müssen, in denen wirklich mit Registern die Sticker abgeheftet waren. Werde ich nie wieder machen. Bei mir bleiben die ab sofort immer auf der Originalträgerfolie oder wenn ich sie für die Reisen mitnehme, kommen sie hier in mein Pocket-Album rein. Genau. Und nichtsdestotrotz bin ich nach einem Tutorial gefragt worden und deswegen werde ich euch das jetzt einfach mal nochmal zeigen. Das ist ja gar kein Thema, das macht jetzt auch nicht Mords die Arbeit, denn ich wollte mir eh nochmal so eins zum Wechseln, wenn ich gerade irgendwie Sticker habe, die ich doch nicht zu der Reise mitnehme, habe ich hier nochmal Buch, damit ich dann einfach auch auswechseln kann. Da ist zwar noch so ein Diary drin, aber das kann ich auch rausholen. Genau, ich habe mir jetzt hier schon mal so ein Einbandpapier vorbereitet. Habe das auf Maß zugeschnitten. Ich sag mal, an dem Maß dürft ihr euch jetzt nicht orientieren, weil ihr müsst einfach gucken, wie es für euch passt. Meine haben jetzt eben die einfache Länge sind 9,3 mal 12,3 ungefähr. Also im Endeffekt auf diese Länge hier statt 9,3 sind es dann, wenn ihr das Maß nehmen wollt, natürlich das doppelte 18,6. Und dann falte ich das in der Mitte ein. Natürlich falte ich es gerade falsch rum. Das ist auch ganz toll, weil eigentlich möchte ich die andere Seite draußen haben. So, und dann habe ich hier im Endeffekt schon mal gefaltet. Jetzt muss ich gucken, ich habe das vorhin einfach mal zugeschnitten. Gut, okay, das passt da sogar rein. Und dann hefte ich mir das alles hier so ineinander. Ich meine, bei diesen, das sind jetzt Seiten aus dem Stickeralbum von meinem Kleinen, das er nicht mehr wollte. Und bei diesen Stickeralbenpapieren passiert es mir immer irgendwie, dass die wirklich manchmal auch unterschiedlich groß dann rauskommen, obwohl ich gedacht habe, ich habe es gleichmäßig geschnitten. Und dann kommt jetzt halt der knifflige Teil, weswegen ich jetzt halt auch echt das Album jetzt gerade mal ein bisschen zu mir hergeholt habe und ihr es jetzt nicht sehen könnt richtig. Im Endeffekt klammer ich das jetzt alles einfach nur fest.
dass die Seiten nicht überstehen, ihr seht, mir verrutscht es, aber dieses Stickerpapier ist einfach so rutschig. Also da braucht man eine mega super brutal ruhige Hand, damit das wirklich richtig funktioniert. Und dann lege ich mir das in meinen Langhefter und tacker mir das einfach fest. Und damit habe ich dann wieder so eine Einlage fertig. Ich meine, ihr habt jetzt gesehen, ich bin jetzt verrutscht. Für mich persönlich ist das nicht dramatisch. Andere, die können das gar nicht sehen. Die würden da jetzt wahrscheinlich die Klammern wieder rausholen. Hätte ich jetzt, glaube ich, vor einem halben, dreiviertel Jahr auch so gemacht. Aber jetzt mittlerweile juckt es mich einfach überhaupt nicht mehr. Ja, also ihr seht, das ist kein Hexenwerk, sowas herzustellen. Ihr müsst euch halt überlegen, was für ein Einband möchte ich, wie viel Stickerpapier möchte ich da rein haben. Gut, das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch schon wieder ein bisschen zu wenig. Meine Stickeralben mittlerweile bestelle ich zumeist wirklich im Internet. Und es ist teilweise auch echt unverschämt, wie teuer diese Alben sind. Aber dadurch, dass ich sowas halt unbedingt für meine Reisen haben wollte, habe ich dann halt echt mal, glaube ich, drei oder vier Stickeralben geholt und habe dann auch meinen Kindern so Malbücher draus gemacht. Also sprich, habe das Stickerpapier für mich rausgeholt und habe meinen Kindern dann Zeichenpapier reingetackert, damit halt der Einband auch eine Verwendung hat. Also dass praktisch eigentlich alles irgendwohin wiederverwendet, recycelt wird, dann tut es nicht so weh, wenn man das dann auseinanderschlachtet. Ja, und jetzt kann ich im Endeffekt gehen. Ich habe mir hier zum Beispiel schon ein paar Sticker hergerichtet, die mir gefallen. Wundert euch nicht, ich habe auch von manchen Action-Stickern aus diesen Komplettsets, da habe ich wirklich manche, die haften nicht hundertprozentig. Da lösen sich oft mal die Ecken und irgendwie was ab. Also gerade hier diese, auch aus den Stickerbögen, die haften nicht hundertprozentig. Da macht es im Endeffekt auch viel der Druck aus, der dann auf diese Alben im Lauf der Aufbewahrung wirklich auch ausgeübt wird, dass die dann immer, immer besser heben. Also die Erfahrung, die habe ich gemacht damit, hundertprozentig bombenfest von Anfang an heben die Action-Sticker leider in diesen selbstgebastelten Alben nicht. Aber ich finde es jetzt nicht dramatisch. Ja, wenn ihr noch einen Tipp habt, natürlich, wo man vielleicht noch irgendwie Sticker-Alben holen kann, freue ich mich da natürlich auch immer über Tipps. Ja, ich klebe dann mal fröhlich weiter und ja, wünsche euch jetzt erstmal einen richtig schönen Tag. Bleibt bitte definitiv gesund. Also, das muss man ja zurzeit echt leider wieder mega verstärkt sagen. Ja, bleibt auf jeden Fall gesund und positiv. Und ja, wenn ihr so ein bisschen Einblicke in meine kunterbunte Familienwelt bekommen wollt, guckt mal gerne auf Insta vorbei. Und sonst wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Start in die neue Woche. Für alle, die bisher noch Ferien oder Urlaub hatten, einen guten und angenehmen Start in die neue Arbeitswoche. In die erste Arbeitswoche nach den Ferien oder in die zweite oder dritte mit großem Dank an all diejenigen, die schon in den Weihnachtsferien unermüdlich gearbeitet haben. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich zur neuen Wochendeko oder zum Nachtrag der Wochendeko, denn meine Einlagen müssten jetzt dann bald da sein. Ich bin schon ganz gespannt. Und ja. Wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao!